Herzlich willkommen zu den neuesten Feature in Haustierkämpfen in der Mists of Pandaria Beta, präsentiert von www.source.de. Oben rechts in der Minimap sehe ich anhand der grünen Kralle, ob sich in meiner Nähe ein wildes Haustier befindet, welches ich bekämpfen und möglicherweise einfangen kann. Wenn ich mit der Maus über das Haustier fahre, kann ich sehen, ob dieses Tier einfangbar ist. Mit einem Rechtsklick auf das wilde Eichhörnchen starte ich einen Kampf mit meinen drei Haustieren, zu dem sich noch ein wilder Hase dazu gesellt. Mein Eichhörnchen hat die Fähigkeit Overtune eingesetzt, mit dem es die Geschwindigkeit um 100% erhöht und hoffentlich auch die Angriffe zuerst ausführen darf. Mit einer Barrage erhält der Gegner vor und je nach jedem Zug einen gewissen Schaden über Zeit. Metal Fist hingegen ist ein ganz normaler mechanischer Nahkampfangriff, der sonst keine besonderen Fähigkeiten aufweist. Jedes Haustier wird in verschiedene Gattungen eingeteilt, wie zum Beispiel mechanisch, humanoid, Kritter, Biest oder Drache, die verschiedene Stärken und Schwächen gegen andere Gattungen aufweisen. Jedes Haustier kann bis zu 6 verschiedene Fähigkeiten mit zunehmendem Level erlernen, aber allerdings nur 3 davon im aktiven Kampf einsetzen. Deshalb wählt diese Fähigkeit mit Bedacht, denn nur wenn mein Eichhörnchen mechanisch ist, muss es nicht unbedingt 6 mechanische Angriffe aufweisen. Wenn ich beispielsweise eine Fähigkeit auswähle, die zur Gattung Beast gehört, kann ich unter Umständen Vorteile aus einem Kampf ziehen, in dem ich sonst stark benachteiligt wäre. Ich habe mein Haustier jetzt gewechselt, um so die volle Erfahrung für den letzten Kampf zu erhalten, damit mein mechanisches Eichhörnchen nicht stirbt und so gar keine Erfahrung erhalten würde. Da sich der gegnerische Hase in die Erde vergraben hat und zu einem starken Angriff in der nächsten Runde bereit macht, lasse ich meinen Busser in die Luft schweben, um so den Angriff ausweichen zu können und zum Gegenschlag überzusetzen. Slicing Wind ist ein ganz normaler Angriff, der das gegnerische Tier ein bis dreimal treffen könnte. Da die Lebensenergie des Gegners um unter 35% gefallen ist, habe ich die Möglichkeit, etwas einzufangen. Genau das werde ich jetzt auch versuchen. Oftmals hat man nicht so viel Glück, dass es direkt beim ersten Mal funktioniert, aber in dem Fall habe ich wohl wirklich Glück gehabt. Meinen gefangenen Hasen würde ich direkt als neues drittes Tier für mich einsetzen. Oben rechts der Button macht alle meine toten Tiere wieder lebendig und die Lebensenergie der angeschlagenen Tiere wieder voll. Allerdings hat dieser Button eine Abklingzeit von ca. 15 Minuten. Ich hoffe, euch hat der erste Haustierkampf gefallen. Man merkt, dass es noch nicht so ganz balanced ist, aber das wird hoffentlich noch mit Release anders sein. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf www.source.de.